Neulinge auf ihrem Weg ins Internet zu unterstützen, das ist das erklärte Ziel einer neuen Initiative vom Onliner Land Saar. Dr. Gerd Bauer, Vorsitzender des Mediennetzwerkes Saarlor Lux e.V. und Direktor der Landesmedienanstalt Saarland, stellte das Projekt vor kurzem der Öffentlichkeit vor. Künftig sollen ehrenamtliche Paten Internetneulingen beim Kennenlernen des Webs beratend zur Seite stehen. Prominenter Unterstützer für das neue Angebot ist Wahlsaarländer Manuel Antrag. Also mir war wichtig, da irgendwie eine Schwellenangst zu überwinden. Jetzt nicht zu sagen, oh, das ist furchtbar kompliziert, das ist irgendwie vergleichbar einer Fremdsprache, die man lernen muss, sondern einfach zu sagen, nein, das ist eigentlich kinderleicht heutzutage im Internet unterwegs zu sein und probiert es einfach aus und das macht Spaß. Das Projekt wendet sich vor allem an Senioren, die so das Internet nicht in Kursen an fremden Computern kennenlernen, sondern in gewohnter Atmosphäre am eigenen Gerät zu Hause. Also prinzipiell finde ich das schon mal toll, dass sie sich ans Patenkinder gemeldet haben halt das einfach für sinnvoll, egal in welchem Alter, sich mit dem Internet auseinanderzusetzen, weil es halt einfach eine Bereicherung des Lebens ist. Und der Tipp ist halt einfach an alle Patenkinder hier von den Onlinern, lasst euch nicht entmutigen, es wird irgendwann mal der Punkt kommen, wo ihr denkt, Mensch, ich habe alles kaputt gemacht, aber das wird schon und vor dem Problem haben alle angestanden, die halt da mal mit angefangen haben mit Computer und Internet. Manuel Antrag ist nicht nur ein bekennender Saarland-Fan, sondern auch ein passionierter Wanderer. Im Internet berichtet er auf antragblog.de über seine Begegnungen und Abenteuer, die er unterwegs erlebt. Seinen Blog legt er auch Internetneulingen als ideale Plattform zum Erkunden des weltweiten Netzes ans Herz.